Rainer und Sohn Stefan beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen und für 1,2 Millionen Euro einen kompletten Neuanfang zu wagen. Wir bestellen unseren Betrieb auf Bio um und werden hier dann 12.000er Bio-Legehennenstall bauen, der dann praktisch hier runter soll stehen und nach oben sollen die Hühner mit dem Auslauf kommen. Herbst 2017. Der neue Hühnerstall in der Eifel ist fertig. Heute kommen die Tiere. Bisher haben Stefan Probst und seine Eltern nur Erfahrung mit Kühen gesammelt. Hühner sind absolutes Neuland. Der Einstalltag ist dementsprechend aufregend. Schöne Hühner. Auf den Tag genau wurde die Lieferung der Tiere geplant. 12.000 Biohühner müssen nun ihren Platz finden. Der Stall besteht aus drei Abteilen, in denen die Tiere sich jeweils frei bewegen können. Jungbauer Stefan und seine Eltern sind angespannt und nicht sehr gesprächig. Hier geht es um ihre Zukunft, ums Ganze. Alle Zukunftswünsche lasten nun auf dem Geschäft mit den Bio-Eiern. Das tut natürlich weh, wenn du siehst, der Preis sackt wieder ganz nach unten und die anderen machen sich schon wieder Gedanken und wie mache ich das und wie soll ich und ich muss aber noch, weil ich ja erst vor ein paar Jahren gebaut habe und komme da aus der Sache gar nicht raus. Zumindest für Familie Probst ist die Gefahr einer Hofaufgabe erstmal gebannt. Ihre Arbeit wird wieder wertgeschätzt. Alle zwei Tage werden 20.000 Eier vom Hof abgeholt und regelmäßig und gut bezahlt. Ich hatte das Gefühl noch nicht oft, seit ich in der Landwirtschaft bin. Ja, man ist froh, dass man noch mal für was arbeitet, wo man auch was von hat.